Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem DUB Digital Business Talk. Unser Thema heute: The future is faster than you think. Das referenziert natürlich auf eine Weisheit, die wir alle, glaube ich, kennen. Zum anderen aber auch auf einen Buchtitel, den wir später noch beleuchten wollen. Ein Business-Bestseller, der in diesen Tagen Furore macht und den wir der Praxisüberprüfung hier anheimstellen wollen. Und dazu habe ich mir drei wunderbare Experten eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Das ist zum einen Sven Ehrmann. Er ist Head of Digital Products in der Firmengruppe bei Hoffmann und Krippner. Und zudem ist er CEO von HK Systems. Das Ganze ist im Bereich IoT angesiedelt, ein Familienunternehmen dort. Und mit dem Sichtfeld dieses IoT-orientierten Familienunternehmens wird er uns heute in diesem Talk begleiten. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Zum Zweiten habe ich Matthias Gollombeck hier. Er ist CTO von Exasol, Softwarehersteller, Analytics-Datenbank und nicht zuletzt auch bekannt durch Fußball-Sponsoring in der letzten Zeit, vielfach in die Öffentlichkeit getreten. Und auch schön, dass Sie hier sind, Herr, herzliches Willkommen auch an Sie. Herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Und last but not least, Philipp Polterauer, er ist Leiter von Inverto Digital Solutions, einer spezialisierten Unternehmensberatung, Tochter der Boston Consulting Group. Und ich glaube, die Spezialisierung geht in Richtung Einkauf und Supply Chain Management. Also eine schöne große Runde. Schön, dass auch Sie dabei sind, Herr Polterauer. Und wir starten sofort ein. Eine der meistgehörtesten Thesen in der jüngeren Vergangenheit, und ich fürchte, ich habe sie auch selbst oft genug benutzt, ist ja die Tatsache, dass die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt hat. Nun lässt sich das natürlich immer auf verschiedene Arten betrachten. Zum einen ist sicherlich das, was wir hier tun, nämlich gemeinsam einen Videotalk zu veranstalten, ein Ergebnis dieser vermeintlichen Beschleunigung. Aber wir wollen dem Ganzen natürlich mit Ihnen gemeinsam wirklich auf den Grund gehen. Wie viel Verstetigung dieses Digitalisierungstrends erleben wir denn jetzt? Oder ist sozusagen das, was die Pandemie hervorgebracht hat, auch nur ein Digitalisierungsstrohfeuer und wir müssen noch mehr an die Basis heran und die noch dynamisieren? Großes Thema. Ich würde gerne beginnen mit Herrn Gollombeck. Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, sehr gerne. Also die Pandemie hat natürlich erstmal einen riesigen Druck auf Unternehmen bewirkt. Also ich denke, in erster Linie hat man sehr schnell drauf geschaut, wo kann man Kosten sparen. Das heißt, da wurde sehr viele digitale Projekte auch gestartet, nicht gestoppt, sondern im Gegenteil. Denn über diese Projekte, sehr gutes Beispiel sind Datenanalysen. Da ist ein richtiger Hochdruck gewesen in den Teams. Auch die Consulting-Firmen hatten da sehr, sehr viel zu tun letztes Jahr, weil es darum ging, bessere Entscheidungen zu treffen, Kosteneinsparungspotenziale zu identifizieren. Und ich glaube, das hat einen ganz großen Schub gegeben. Natürlich dann auch die ganze Homeoffice-Geschichte. Viele Firmen haben dadurch einen großen Schritt Richtung Digitalisierung gemacht. Die Tools, die eingesetzt werden, das sehen wir hier auch. Sowas war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch weniger verbreitet. Das heißt, ich denke, durch die Corona-Pandemie hatten wir einen Booster, was das angeht. Das wird auch nicht mehr zurückgehen. Das ist ein Schritt nach vorne gewesen. Es kann aber auch durchaus sein, wenn man sich die deutsche Wirtschaft so anschaut, dass es sich wieder verlangsamen wird. Also wir müssen da alle schon mit dranbleiben, dass wir uns da nicht ausruhen, sondern auch weiter in die Richtung gehen. Denn das ist für die deutsche Wirtschaft ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil. Jetzt ist es in Ihrem Bereich natürlich vermutlich sehr spürbar gewesen, der positive Booster-Effekt, wenn es um Software und Datenbanken geht. Ich möchte jetzt gerne Herrn Polterauer auch nochmal dieselbe Frage stellen, denn Inverto als Beratungseinheit hat da natürlich einen breiten Blick auf verschiedenste Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Ja, also es war natürlich sehr, sehr offensichtlich diese Auswirkung. Und ich möchte gerne unterscheiden zwischen dem privaten Umfeld. Ja, da gab es einige sehr gute Beispiele von Online-Banking, Online-Shopping, Home-Delivery, weil man auch gezwungen war, zu Hause zu bleiben und von zu Hause alles zu machen, von der Arbeit bis zur Selbstversorgung. Und das heißt, auf der anderen Seite ist natürlich jeder Arbeiter und Mitarbeiter auch ein Konsument zur gleichen Zeit. Und es gab wohl kaum eine Zeit, wo Arbeit und das Privatleben so eng zusammengeschmolzen sind, sowohl physisch als auch von den Tools her. Auf dem gleichen Computer und iPad, in dem ich mir das Essen bestellt habe, habe ich dann auch meine Videokonferenz nachher gemacht, etc. etc. Und deswegen sieht man jetzt natürlich auch, wenn wieder viele zurückkommen ins Büro,
dass man sich daran gewöhnt hat an diese Digitalisierung, an das Einfache, an das Schnelle, an das Transparente. Und deswegen wird dieser Wunsch nach diesen einfachen Lösungen, die einem das Arbeiten erleichtern, auch ins Büro mitgenommen. Und gerade jetzt in unserem Umfeld, Lieferketten, haben wir eine unendliche Dynamik miterlebt die letzten 18 Monate, die getrieben war, nicht nur durch die Pandemie, und sondern auch durch andere Faktoren wie Brexit, China, Suezkanal etc., wo gerade die Datenanalyse und die große Datenanalyse für unsere Kunden überlebenswichtig war. Und deswegen natürlich auch hier kommt es nicht nur zu einer Kombination aus privat und beruflich, sondern, sage ich mal, ein wirklicher nachhaltiger Booster, weil keiner möchte jetzt noch zurückgehen und sagen, okay, jetzt bestelle ich mir das Taxi wieder übers Telefon, sondern ich mache das noch immer heute über die App natürlich. Also die Dauerhaftigkeit des Trends. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie Hoffmann und Krippner, das ist ja ein, darf ich mal sagen, Traditionsunternehmen, schon ein paar Jahrzehnte am Markt, ein Familienunternehmen, wie dieser Effekt und die Nachhaltigkeit dieses Effekts, wie das auf Sie gewirkt hat, Herr Ehrmann, wie betrachten Sie das Thema? Ja, wir sind da tatsächlich schon seit 50 Jahren auf dem Markt der Elektronikentwicklung und haben uns aber schon seit 4 Jahren sehr, sehr intensiv mit dem Thema der Digitalisierung und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen auseinandergesetzt. Und wir müssen oder wir dürfen schon auch feststellen, dass die Pandemie in den Köpfen der Unternehmer und in unserem Kundenkreis, das sind hauptsächlich mittelständische Unternehmen, durchaus nochmal einen Schalter umgelegt hat und so ein bisschen einen Boost eingelegt hat. Ich finde den zweiten Teil Ihrer Frage sehr spannend, nämlich ist das ein Strohfeuer oder ist das dauerhaft? Ich drücke uns allen die Daumen, dass es definitiv dauerhaft ist und das ist auch mein Eindruck. Nichtsdestotrotz stellen wir schon auch in Gesprächen in jüngster Vergangenheit fest, dass Themen, die ja jetzt auch von den Kollegen schon angesprochen wurden, auf die Agenda kommen, die Schwierigkeiten im Geschäftsprozess hervorrufen, Lieferkettenengpässe, Preiserhöhungen und so weiter. Und ich möchte einfach so ein Stück weit davor warnen, das jetzt als Ausrede dafür zu benutzen, die Geschwindigkeit, die aufgenommen wurde und das Mindset, das auch eingesetzt hat, wieder auf andere Themenfelder zu verlagern. Und da müssen wir, glaube ich, als europäische Unternehmer auch tatsächlich jetzt dranbleiben und die Fahrt, die aufgenommen wurde, das Interesse, das da ist, jetzt auch maximal nach vorne bringen, um nicht weiter, sag ich mal, den Anschluss auch an andere Teile der Welt hier zu verlieren. Das nimmt ja auch den Ball auf, was Sie sagen, was den Herr Golombek da gespielt hat. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das sozusagen entfachte Feuer nicht erlischt oder das Ganze wieder veräppt in seiner Dynamik. Was können wir denn aber konkret tun? Die Forderung ist ja das eine. Was sind aber mögliche Maßnahmen, die ja vielleicht auch vom Unternehmertum ausgesteuert werden können oder Impulse, die vom Unternehmertum ausgegeben werden können, um die Dynamik am Laufen zu halten? Vielleicht nochmal an Sie, Herr Ehrmann, und dann Herrn Golombek. Ja, das eine ist natürlich die Bereitschaft, auch über Investitionen und auch über die Bereitstellung von Ressourcen die Themen weiter nach vorne zu bringen und nicht darauf zu verzichten, jetzt quasi die Ressourcen wieder komplett umzuschiften. Mitarbeiter, die sich die letzten Monate intensiv mit Digitalisierungsprojekten auseinandergesetzt haben, sage ich mal, wieder zu defokussieren beziehungsweise eben auf andere Themen zu fokussieren. Mhm. Ich glaube, was extrem wichtig ist, und das nehmen wir in unserer Unternehmensgruppe sehr ernst, und ich finde das immer sehr, sehr spannend, mich mit Unternehmern zu unterhalten, die das ähnlich sehen, ist in die Ausbildung der Mitarbeiter und in die Ausbildung vor allem von jungen Menschen hier massiv zu investieren. Also wirklich auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die Mitarbeiter in die Lage versetzen, sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen, Know-how aufzubauen und damit natürlich im Kollegenkreis, aber vor allem für das Unternehmen, einen echten Mehrwert in kurzer Zeit auch zur Verfügung stellen zu können. Auf den Punkt werden wir im Laufe unseres Talks hier noch einmal zurückkommen, ganz sicher. Herr Golombek, wie sieht denn Ihr Aktionsplan aus, um sozusagen das Feuer am Lodern zu halten? Ich kann Firmen nur empfehlen, Digitalisierung wurde oftmals aus der IT getrieben. Es sind viele technische Lösungen für bestimmte Probleme. Ich glaube, der nächste Schritt, den die Unternehmensführungen machen müssen, ist,
die digitale Welt, die Datenwelt, die Analysewelt, da kommen wir jetzt natürlich auch her, in die Strategie, in die Firmenstrategie zu packen. Es sind ja, mittlerweile geht es ja nicht nur darum, ein bisschen Kosteneffizienz zu erreichen, sondern es geht tatsächlich um die Wettbewerbsvorteile am Markt. Nur die Firmen, die diese Digitalisierung im Griff haben, werden zukünftig überleben. Das müssen wir uns alle bewusst sein. Und deswegen ist für mich der erste Schritt, ist dieses strategische Denken, das wirklich auf das Level zu heben, das es auch benötigt. Das zweite ist, die richtigen Leader einzustellen. Man spricht ja oft von Chief Digital Officer, Chief Data Officer, die in anderen Ländern auch noch viel öfters vorkommen. Mittlerweile in Deutschland beginnt dieser Trend. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, eben in diese Richtung auch zu gehen und dann diese Leute auch richtige Organisationen zu geben und das Commitment zu geben, dass sie in einer Organisation Innovation treiben können und eine Digitalisierung wirklich in alle Bereiche aufschieben, bis hin zu der Datendemokratisierung, von der viele sprechen, aber noch lange nicht so weit sind, denn das wird Wettbewerbsvorteile sichern und ausbauen. Herr Bolterer, an Sie mal die Frage. Jetzt gehen wir mal weg vom Corona- und Pandemie-Thema. Und da sind wir jetzt quasi auch schon in allgemeineren Faktoren. Was treibt die Digitalisierung in Deutschland und was hemmt sie aus Ihrer Sicht? Sie haben da ja immer einen ganz guten Überblick über viele Unternehmensschicksale, sage ich jetzt mal. Ja, und ich denke, dass das Thema, was wir gerade angesprochen haben, nämlich das Capability Building, ganz oben beginnt. Ja, wie auch Herr von Herrn Kollenbeck. Oft ist es so, dass Aufsichtsräte oder auch Vorstände ein gemischtes Verständnis darüber haben, was eigentlich heutzutage schon alles möglich wäre. Das ist ja auch in diesem Buch von Peter Diamandis beschrieben, dass das eigentlich schon viel weiter ist und viel schneller ist, als wir glauben, gerade das exponentielle Denken. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich ganz weit oben sehe, weil nur wenn man weiß, was eigentlich möglich ist und das übersetzen kann in ein Verständnis für die Strategie, dann werden Investitionen in Ausbildung, in neue Produkte, in ein Chief Digital Officer Department etc. gemacht. Was ist sozusagen, und das hängt im Übrigen auch vom Mindset bei, ich sage mal, Deutschland, auch in Österreich gibt es einen großen, starken Mittelstand, da sind auch Generationsthemen dabei. Die da ganz eine wichtige Rolle spielen. Ansonsten, was die Innovation tatsächlich weitertreibt, also das Antreiben von Startups, Unicorns etc., sind wir momentan eigentlich in einer Phase, wo wir mit den extrem niedrigen Zinsen unendlich viel Geld auf dem Markt sehen. Also die Venture Capital Armee ist so groß wie noch nie mit vollen Taschen. Und was die wollen, ist Skalierbarkeit. Skalierbarkeit am besten ohne Assets, ohne jegliche Hardware, sondern nur Software und skalierbar über alle Länder. Also es ist wirklich teilweise schon erschreckend, wie radikal hier das Denken geworden ist. Ja. Unter anderem auch einer der Gründe, warum die Virtual Reality Brillen, die aus meiner Sicht eine fantastische Technologie sind, so langsam voranschreiten, ja, weil es eine sehr komplexe, teure Hardware ist. Das heißt, es gibt da wirklich, was kann ich kommerzialisieren? Wir alle wünschen uns fliegende Taxis und fliegende Autos und Jetpacks etc., Drohnen, Virtual Reality etc., aber das ist nicht so einfach zu kommerzialisieren. Unterm Schluss, das, was sich kommerzialisieren lässt, das wird schneller zum Erfolg kommen. Ja. Okay, jetzt sind wir natürlich in einem ganz spannenden Bereich für Deutschland, das wird für Österreich ähnlich gelten, Sie haben es ja erwähnt. Eigentlich kommen wir weniger aus den großen B2C-Marketplaces-Lösungen, sondern bei uns in diesen Märkten ist B2B ganz vorne. Ja, man wird das sicher bestätigen können. IoT ist ein Thema, Industrie 4.0 ist ein Thema. Ich zitiere mal Herrn Höttges von der Telekom, der uns auch schon unter anderem vor einiger Zeit gesagt hat, Mensch, die erste Halbzeit haben wir verloren. Und er referenzierte dann natürlich, ne, auf den digitalen Vorsprung, insbesondere in Übersee, aber vielleicht auch in Asien, also sprich China. Jetzt hat er das nochmal ergänzt jüngst und hat gesagt, auch in der zweiten Halbzeit liegen wir zurück. Aber, und das erzählen mir viele meiner Gesprächspartner, in den Bereichen B2B, also in der Digitalisierung des Industriebetriebs, nenne ich es mal ganz einfach, da liegen unsere großen Chancen, so ist die einhellige Meinung.
Sind wir da aber auch im Mindset schon so weit, um sozusagen unseren Rückstand aufzuholen und am Ende doch noch 3-2 zu gewinnen, Herr Ehrmann? Na, ich glaube, man sollte in keinem Spiel teilnehmen, wo man nicht der Überzeugung ist, zum Schluss tatsächlich mit einem Tor vorne mindestens vorne zu liegen. Ich glaube aber, das Thema, was ja auch der Herr Polterauer schon angesprochen hat, das Mindset ist hier enorm wichtig. Ja, und ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in den Bereichen, die Sie gerade angesprochen haben, also die Virtualisierung und Digitalisierung der Produktion, natürlich sehr, sehr gut unterwegs sind im Vergleich zu anderen Bereichen. Das hilft aber nur bedingt, weil einzelne Bereiche nicht mehr zum Erfolg und damit eben, um bei Ihrem Beispiel oder Ihrem Bild zu bleiben, nicht zum Sieg auf den Platz führen werden. Und ich glaube, woran wir wirklich arbeiten müssen, ist das Mindset. Und das fängt natürlich schon bei Politik an, das fängt bei Institutionen an, die öffentlichkeitswirksam sind. Wenn Sie sich heute als Beispiel anschauen, wie funktioniert denn alles, was mit Administration zu tun hat, zum Beispiel in Estland, um bewusst auch ein europäisches Beispiel zu nennen, dann sind, ich glaube, annähernd 100% aller Vorgänge, wenn ich es richtig weiß, tatsächlich mit Ausnahme des Heiratens, möglich, online, digital zu machen. Wenn ich das vergleiche mit meinen Behördengängen, die ich teilweise hier in Deutschland noch tun muss, dann sind wir im Verständnis extrem weit weg. Nicht nur, weil es nicht digital funktioniert, sondern es war einfach meine Hypothese ist, würden wir das hier von heute auf morgen einführen wollen, die Diskussion länger dauern würde, wie die technische Umsetzung. Und ich glaube, daran müssen wir, speziell jetzt mal für uns Deutsche gesprochen, extrem arbeiten, große Schritte nach vorne tun, um diese Selbstverständlichkeit von, was heißt das, Digitalisierung, nämlich auch Austausch von Daten in der Nachvollziehbarkeit, wo sind meine Daten, wer tauscht die mit wem aus, aber auch mit dem Verständnis, dass das für uns alle hilfreich ist und gut ist, nochmal sehr, sehr kräftig nach. Wenn ich da noch eins drauflegen darf zu dem Statement, wenn wir uns ansehen, wer sind denn die Leaders, dann ist das natürlich Silicon Valley, aber natürlich auch vor allem voran China mittlerweile. Und da ist natürlich die Spielwiese und auch das Regelwerk ein ganz ein anderes. Da kommt man auch schnell in eine ethische Fragestellung, die ich jetzt gar nicht heute natürlich keiner von uns lösen kann in den paar Minuten. Aber da gibt es Städte und Stadtteile, wo seit 5 Jahren nur noch selbstfahrende Autos unterwegs sind und die Daten werden getestet. Undenkbar hier, ja, bis man die Frage zu Recht geklärt hat, was passiert in einem Ausweichmanöver, 2 ältere Herren oder ein spielendes Kind? Ja? Wo soll das Auto hingelenkt werden? Das sind Fragen, die dauern Jahre und sind eigentlich unlösbar, während in anderen Teilen der Welt durch die Datenerfahrung und die technische Weiterentwicklung diese Unfälle generell vermieden werden können bereits und diese Frage sich dann gar nicht mehr stellt. In China geht man zum Airport ohne Ticket, weil es durch Gesichtserkennung bereits jeder weiß, dass man schon da ist. Bei uns weiß übrigens auch jeder, dass wir auf dem Airport gelandet sind, weil es dort Millionen Kameras gibt. Aber dort wird es einfach auch in andere Bereiche übertragen, wie zum Beispiel Zahlen mit Gesicht. Ja? Das hat natürlich dann alles Datensicherheitsaspekte. Aber ich sage mal so, die Regeln, was alles erlaubt ist, auszuprobieren at scale. Und da rede ich noch nicht einmal darüber, dass in China 1,1 Milliarden Gesundheitsdaten systematisch getrackt werden. Was das alles bedeutet und alles möglich machen kann, das ist natürlich ein Regelwerk, was hier ganz ein anderes ist und was sozusagen unfair ist zu vergleichen. Ja, ist es. Das sind definitiv andere Rahmenbedingungen. Sie haben es angedeutet, das Stichwort ethische Standards, die dabei zu beachten sind, Datenschutz sind natürlich Dinge, die hier eine ganz andere Rolle spielen als andernorts. Ich glaube, so können wir es mal stehen lassen, das mal ohne es zu werten. Aber wir alle wissen, wovon wir sprechen. Herr Gollenbeck, haben Sie auf diese Thematik auch noch eine Sichtweise, die uns irgendwie einen Hoffnungsschimmer, ein bisschen Optimismus mitgibt? Wir haben gehört, es gibt Mindset-Adaptionsprobleme, um es mal so in ein kompliziertes Wort zu packen. Oder da ist noch ein bisschen Missionsarbeit zu leisten, möglicherweise. Auf der anderen Seite haben wir Rahmenbedingungen, die nicht immer zwingend günstig sind. Welche Hoffnung haben Sie denn noch? Das wird jetzt schwierig, so richtig Hoffnung zu verbreiten, weil ich sehe uns tatsächlich in beiden Bereichen hinten.
Und wenn man sich die Technologiemärkte anschaut, es geht immer mehr in Richtung Software. Ne? Es geht immer mehr in Richtung digitale Lösungen. Und da ist Europa und Deutschland nicht mal annähernd führend. Wir sind, glaube ich, noch sehr stark durch den Mittelstand und alles, was Engineering angeht, alles, was mit Produktion angeht, sind wir absolute Weltführer. Aber wenn es um Softwarelösungen, um digitale Lösungen geht, glaube ich, sind wir hinterher. Und das liegt in der Tat, wie die beiden Kollegen auch gerade erwähnt haben, auch an politischen Themen, an Vorbildfunktionen. Und wenn ich mir die Europäische Union anschaue, Deutschland selbst schon, wie schnell wir bestimmte Dinge vorwärts treiben und welche Regulatorien es zum Teil auch gibt. Und dann schaue ich auf Europa, da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen bange. Ich glaube, das ist der nächste Schritt, den wir in Europa hinkriegen müssen, auch eine Wirtschaftsunion, gar nicht unbedingt steuertechnisch zu sein, aber innovationstechnisch, firmentechnisch, viel mehr Kollaborationen zu fördern und das Denken zu ändern. Weil ansonsten werden wir uns schwer tun gegen die Amerikaner, gegen die Chinesen. Die haben eben genau diese Marktmacht. So, israelische Firmen sind sehr innovativ. Das hört man immer wieder, aber die haben einen kleinen Markt. Das heißt, das ist der große Vorteil, was eine China oder eine Amerika hat, die haben einfach diese Massenmärkte. Und das überrollt natürlich auch uns Deutsche oder uns Europäer. Da tun wir uns wahnsinnig schwer. Das heißt, wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenhalten und auch die Forschung vorantreiben. Und dann sind wir schon wettbewerbsfähig in allen Bereichen. Aber es ist schwieriger für uns aus den besagten Gründen. Ja. Also, einigen wir uns, wir liegen zurück, aber ich nehme mal Herrn Ehrmann mit. Ne? Kein Spiel wird eingegangen, ohne dass wir die Hoffnung und die Chance haben, das nachher rumzureißen, das Ruder. Wollen wir auf das jetzt schon viel zitierte Buch kommen, der Business-Bestseller von Diane Mendes und Kotler, Future is faster than you think. Eine der Kernthesen ist ja, dass durch die Konvergenz von Technologien sozusagen auf die Entwicklung nochmal eine Geschwindigkeit kommt, die bislang ungeahnt war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, das ist mittlerweile Common Sense, gerade im Wirtschaftsbereich, dass die exponentiellen Entwicklungen uns alle wirklich auch nach vorne treiben, manche Menschen da auch gar nicht mitkommen. Jetzt stellen die Autoren hier die These auf, dass es eigentlich noch schneller geht mit vielen Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. Jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, in der Konvergenz welcher Technologien sehen Sie denn das größte revolutionäre Potenzial, Herr Ehrmann? Ich tue mir ehrlich gesagt so ein bisschen schwer mit, in was sehe ich das größte Potenzial. Ich glaube, wir stehen gerade jetzt an einem Punkt, ja, den wir auch mit unserer Technologie, die wir tatsächlich in Deutschland und Europa auch haben, perfekt ausnutzen können, wenn wir eben, und das haben die Kollegen schon gesagt, sehr stark auf das Thema Software aufsetzen, aber wir sind extrem gut im Thema Sensorik. Also Dinge aufzunehmen, Dinge zu messen, maschinell tatsächlich Wahrnehmung herbeizuführen. Und ich glaube, jetzt den nächsten Step einfach mit wirklich auch großen Chancen zu gehen und eben AI draufzusetzen, maschinelles Learning draufzusetzen, ist für uns eine Riesenchance, die bisherige Technologie, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, wo wir wirklich Spezialisten haben, eben auch in eine Phase zu führen, die einen echten Mehrwert nicht nur eben in dem vorher schon angesprochenen Produktionsumfeld, sondern bis hin zu Themen wie, wir haben das vorher schon mal gehört, autonomer Transport, Dinge, die automatisiert funktionieren können und damit den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren, was ist tatsächlich der nächste logische Schritt für uns, wo sind wir gut, was können wir oben drauf satteln, um da auch wieder, sage ich mal, führend in einer Rolle auf dem Weltmarkt sein zu können. Mhm. Bevor wir die Beratungssicht sehen, Herr Gollombeck, würde ich Sie gerne nochmal hören. Sehen Sie eine Technologienkonvergenz, die Ihnen besonders aussichtsreich erscheint? Also ich tue mich auch schwer, jetzt einen speziellen Bereich oder eine Branche zu definieren. Ich glaube, erstmal dieses ganze Thema künstliche Intelligenz. Ne? Das ist unfassbar spannend, was man damit tun kann in allen Bereichen. Ich würde jetzt, wenn ich gezwungen werde, eine Branche rauszusuchen, ist das Healthcare. Also da machen wir noch sehr, sehr wenig mit Daten. Wir sammeln noch sehr wenig Daten. Da tun wir uns noch sehr schwer, aber wir sind gerade auf einem großen Schritt vorwärts. Und ich glaube, dass da, wenn ich mir überlege, wie viel Geld wir ausgeben für Medizin und Diagnostik, wenn man da ein paar Schritte nach vorne kommt, das wäre für die Menschheit gigantisch. Und das sind wir, glaube ich, in Deutschland auch sehr gut aufgestellt. Wir müssen nur die Dinge ein bisschen vernetzen und dann
fehlt manchmal einfach nur der Innovationsgeist und der Mut, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Firmen zu gründen. Ich glaube, da können wir ein bisschen aufholen im Vergleich zum Silicon Valley. Und dann kommen diese Konvergenzen durch smarte Leute, die Dinge verbinden, die wir alle nicht sehen. Ja, und aber die Grundlagen sind natürlich super spannend mit dieser künstlichen Intelligenz. Das ist schon Wahnsinn. Da gebe ich Ihnen aus persönlicher Sicht auch durch die Beschäftigung mit dem Health-Sektor absolut recht. Ne? Also da ist eigentlich alles gegeben, alle Voraussetzungen sind da. Da fehlt sozusagen einmal der Durchbruch und sicherlich die Klärung der Rahmenbedingungen. Ne? Das Datenschutz, das ist da natürlich extrem sensibel, was das angeht. Der Umgang, wenn der klar ist, dann hat das enormes Potenzial. Aber ich bin gar nicht der Experte, sondern vielmehr der Herr Polterauer beispielsweise. Sie aus Ihrer Beratungssicht, haben Sie für uns einen konkreten Fall, wo Sie sagen, Mensch, da wird sozusagen im positiven Sinne richtig was nach vorne geschoben, wenn diese Technologien zusammenkommen, gemeinsam zum Einsatz kommen? Also ich denke, dass dort, wo die globalen Megatrends hingehen, dass dort auch das meiste Geld hinfließt und sich dann automatisch auch aufgrund des starken Needs die meiste Innovation ansiedeln wird. Und das Thema Healthcare ist eines, was ich auch auf jeden Fall nennen möchte, diese ganze personalisierte Medizin, dass man wirklich die Medizin in dem Moment bekommt, die man gerade braucht. Das ist das eine. Das Ganze, das Zweite wird sich um das Thema Sustainability drehen, also der effizientere Ablauf und von Geschäftsprozessen, Vermeidung von CO2. Und da sind wir sehr schnell auch in der Lieferkette, wo ich jetzt auch ein bisschen drauf eingehen kann und ein paar echte Use Cases. Wenn man sich überlegt, wie ineffizient Lieferketten heutzutage sind, jedes einzelne Lager, das Sie sehen, ist eine Ineffizienz, weil nicht genau klar war, wer braucht wann wo viel. Wie viel und wo. Das heißt, wir haben Lagerüberkapazitäten, wir haben Unterdeckungen, wir haben Ausschuss verderblicher Ware, wir haben High-Priority-Shipments, wir fliegen Sachen weltweit durch die Gegend mit Flugzeugen, die enorm viel CO2 ausstoßen, etc., etc. Die Sensorik wurde angesprochen, RFID-Chips, Blockchain, Temperaturmessungen, etc., etc., den genauen Standort. Und die Vorhersagemöglichkeit über Advanced Analytics, welcher Bedarf entsteht, wird wo entstehen und wann. Ich glaube, das sind eben ganz konkrete Anwendungsfälle, die wir heute bereits sehen, wo wir Just-in-Time-Lieferungen umstellen können, aufgrund der Kombination von Sensorik, Blockchain und Analytics. Und das wird sich gerade vor dem Hintergrund CO2 und Sustainability noch aus meiner Sicht deutlich verbessern und da ist ein enormes Potenzial. Passt im Übrigen, glaube ich, auch zum Standort Deutschland gut, ja, weil das sehr viel B2B ist und sehr viel Sensorik, Technologie, Engineering. Gibt es ein disruptives Geschäftsmodell oder eine disruptive Produktidee, die Sie vielleicht besonders begeistert hat, die Sie mal nach vorne heben können? Alles, was mit dem Bereich Zusammenarbeit zu tun hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, das ganze Thema Advanced Analytics in die Cloud zu heben, zum Beispiel, wird sicherlich ein Durchbruch sein. Viele der Mittelständler arbeiten heute nach wie vor mit Excel und präsentieren in PowerPoint. Da gibt es aber dann auch Sachen wie ClickView, Power BI, Tableau etc., die das viel schneller und schöner machen. Und dann als Beispiel jetzt die Microsoft-Lösung Power Platforms, die sind in der Cloud. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, wo man Automation, Robotics, Analytics wirklich sehr, sehr einfach mit Low-Code und No-Code-Lösungen verbinden kann. Das hat mich beeindruckt, obwohl es eigentlich ein Toolkit ist, was es schon länger gibt, Punkt 1. Und Punkt 2, ein ganz konkreter Fall, eine Firma, die aus Österreich kommt, die gerade verkauft wurde, ganz simpel eigentlich, eine Applikation, die heißt SchoolFox und die verbindet Eltern und die Lehrer gemeinsam in ihrer Kommunikation und macht diese langsame Kommunikation, die sonst immer wieder mit ganz viel Rauschen entstanden ist in der Vergangenheit, natürlich viel effizienter und jetzt gerade während der letzten 18 Monate haben wir natürlich einen enormen Hype erfahren, weil da auch Homeschooling und alles abgebildet wurde drüber. Also weniger Lieferkette, mehr Zusammenarbeit und Education. Ja, schön. Low-Code war ein Stichwort, das Sie eben genannt haben. Ich schmeiße noch mal ein anderes
mit in den Ring, ist natürlich so nicht zusammenzukriegen, aber dennoch die gemeinsame Frage vielleicht gestellt an Herrn Gollenbeck. Also Low-Code ist natürlich eine Möglichkeit, Menschen an Programmierung auf einfachen Wege heranzuführen und vielleicht so auch eine Bewegung loszutreten, also es hierzulande vielleicht auch ein bisschen zu beschleunigen. Eine andere wäre, und das haben Sie auch vielleicht indirekt genannt, Sie haben von Zusammenarbeit gesprochen, wenn wir über Open-Source-Entwicklung sprechen. Sind das, auch aus Ihrer Sicht, Herr Gollenbeck, Sie sind ja nahestmöglich dran, sind das zwei wirkliche Beschleuniger, die sozusagen auch, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die sozusagen diesen Digitalisierungsstrom, in dem wir sind, dann doch verstetigen und vielleicht auch dynamisieren können? Ja, also auf jeden Fall. Low-Code, ich würde so ein bisschen noch abstrakter sehen, Low-Friction. Also Tools zu haben, die einfach zu bedienen sind, die ganze User-Experience vereinfachen. Also ich kenne mittlerweile Software-Tools, da können Manager ihre Data-Science-Modelle selber eruieren. Ja, also das ist, konnte man sich vor ein paar Jahren nicht mal ansatzweise vorstellen. Die haben nicht mal verstanden, was das ist. Mittlerweile sind es ein paar Klicks. Also es geht nicht nur um den Low-Code, sondern auch um richtig gute Tools. Der andere Trend, den der Herr Polterer auch schon genannt hat, ist die Cloud natürlich, die ganzen Services. Das heißt, ich habe viel weniger Friction, wenn es darum geht, Software zu nutzen, Software zu integrieren. Das war vor 10, 20 Jahren, waren es riesige Projekte, die viele Monate gedauert haben. Mittlerweile mache ich ein paar Klicks oder schreibe ein paar Zeilen Code und habe ganze Services, die sich dann auch noch stateless selbst wieder aufbauen, wenn irgendwelche Probleme sind. Das ist faszinierend ohne Ende. Und dann haben Sie noch auf Open Source gespielt. Ich glaube, Open Source ist mittlerweile akzeptiert als Technologieentwicklungs, wie soll ich sagen, das ist ja wie so ein Trend oder wie eine gesellschaftliche akzeptierte Geschichte mittlerweile. Es ist weniger Richtung Geschäftsmodelle. Also wenig Firmen haben wirklich großen Erfolg mit Open Source, aber die Open Source Entwicklungen, die Projekte, die sind wahnsinnig bereichernd. Also letztes Beispiel jetzt mit Google, die haben sich entschieden, diese Proteinfalte-Software, das ist so ein DeepMind-Software, Open Source zu stellen. Ja, das ist also mittlerweile, gehen Firmen selber dahin, sagen, ich habe hier was Tolles gebaut, das gebe ich jetzt der Allgemeinheit und da werden wieder neue Dinge entstehen. Und von daher ist das ein absoluter Treiber aus meiner Sicht. Das finde ich spannend. Es gibt auch eine Umfrage von der Bitkom, die sagt, 7 von 10 Unternehmen sind da sozusagen, arbeiten schon damit. Also das würde absolut bestätigen, was Sie sagen, im Trend. Jetzt gibt es ja in Deutschland, sage ich jetzt mal überspitzt, ja schon eher so die Haltung, vielleicht auch gerade in der Industrie, oh, mein Geheimnis, ne? Das ist sozusagen mein Patent. Darauf sitze ich jetzt und das gebe ich bloß nicht preis. Ist das aus Ihrer Sicht denn, ist das jetzt eine veraltete Sichtweise? Die Frage gebe ich natürlich auch gleich nochmal an Herrn Ehrmann weiter, aber vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, Herr Gollenbeck. Also ich würde sogar sagen, dass 10 von 10 Firmen Open Source benutzen. Die anderen 3, die wissen es bloß nicht. Also wo ich die IT anschaue, das ist mittlerweile so verbreitet. Ja, und auf der anderen Seite glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Firmen müssen offener werden. Das ist auch ein Skill-Thema. Ja? Also ich kann mich als Firma nicht mehr ausruhen auf meine eigenen Mitarbeiter und mein Know-how, was ich irgendwann mal vor 10, 20 Jahren aufgebaut habe. Ich sehe immer mehr Vernetzung zwischen Firmen auch. Und die haben da weniger Berührungsängste, die tauschen sich aus, die arbeiten auch miteinander an Projekten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend. So ähnlich wie ich das vorhin mit der Politik beschrieben habe, mit den EU-Ländern, die anders miteinander agieren müssen, ist es auch in der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ja auch mittlerweile, man kann nichts mehr richtig schützen. Die Mitarbeiter sind viel transparenter, die wechseln zwischen Unternehmen. Das heißt, die richtige Kultur als Unternehmen aufzubauen, dass das fördert, ist viel stärker als den einen oder anderen Mitarbeiter zu sichern oder ein Patent anzumelden, aus meiner Sicht. Herr Ehrmann, das wollen wir natürlich auch nochmal mit Ihnen vertiefen. 2, 3 Stichworte. Low-Code, Open Source und auch die Offenheit, die in etablierten Industrieunternehmen herrscht. Also wie beurteilen Sie das? Ich würde tatsächlich gerne bei dem anknüpfen, was der Herr Gollenbeck gerade gesagt hat zum Thema Offenheit. Und das ist ja eine Situation und ein Trend, den wir, glaube ich, gerade in Übersee, in Nordamerika schon seit vielleicht sogar Jahrzehnten schon erleben, dass auch Wettbewerber miteinander in einzelnen Teilbereichen gemeinsame Projekte nach vorne treiben und damit auf beiden Seiten einfach eine hohe Geschwindigkeit und durch die Kollaboration auch eine hohe Innovationskraft geschaffen haben. Und mein Eindruck war und ist auch heute noch, da gibt es extrem hohe Vorbehalte bei uns in der Wirtschaft, auch zwischen Unternehmern, die im Wettbewerb stehen,
wirklich sich nicht nur auszutauschen, sondern auch wirklich gemeinsame Projekte anzugehen, um einfach auch Ressourcen zu teilen, um Know-how zu teilen, um gemeinsam am Markt erfolgreicher zu sein, weil es eben nicht nur um unseren Binnenmarkt geht, sondern um den Weltmarkt. Und da kann ich nur dazu ermuntern, da so ein bisschen die Scheuklappen auch abzulegen und offener zu werden. Und der zweite Punkt, der auch in diesem Thema Offenheit eine große Rolle spielt, ist tatsächlich auch sich darauf einzulassen, Dienstleistungen einzukaufen. Also wir hören ja alle sicherlich sehr oft das Stichwort Fachkräftemangel und mangelndes Know-how bei den Mitarbeitern. Da kann man natürlich viel drüber reden und auch viel drüber jammern. Aber ich glaube, der einfachste Schritt, um den ersten Schritt rauszumachen, ist einfach die Spezialisten auch von extern mit einzukaufen und sich darauf, die ersten Schritte zu machen, Geschwindigkeit aufzunehmen, Erfahrung zu sammeln. Und was wir bei allen Projekten, die wir mit Kunden machen, erleben, ist, das Know-how beim Kunden wächst ja auch. Das Interesse von Mitarbeitern, in diesen Projekten mitzuarbeiten und damit auch ein anderes, ja, nochmal das Stichwort Mindset innerhalb des Unternehmens aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich vielen Entscheidern wünsche, einfach diese Offenheit tatsächlich jetzt zu generieren und sagen, ja, ich lasse mich darauf ein und ich habe nicht die Befürchtung, damit irgendwie mein Know-how rauszugeben oder etwas mit jemand anderem zu entwickeln, dass da nicht alles nur mein eigenes ist. Mhm. Ja, das wird uns nicht erfolgreich machen. Herr Ehrmann wünscht das den Entscheidern. Ich glaube, wir alle wünschen das den Entscheidern, die Erkenntnis. Herr Polterau, aber wie realistisch ist dieser Wunsch? Also haben Sie da einen Einblick? Findet das so statt, wie wir uns das alle vorstellen und wünschen? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Was meine Erfahrung ist, auch über die letzten, sage ich mal, 6, 7 Jahre, in denen ich sehr viele Studien gelesen habe, aber auch an vielen dieser Foren teilgenommen habe, dass die Studienergebnisse typischerweise ein zu schönes Bild zeigen. Mhm. Ja. Das heißt, ich gebe ein Beispiel, wenn ein Mitarbeiter einer italienischen Provinz sich ein Dashboard baut, dann sagt der CIO auf der nächsten Konferenz, wir haben AI. Aber diese AI at scale für das ganze Unternehmen über mehrere Unternehmensbereiche hinweg als wirkliches Asset eines Unternehmens zu etablieren, das ist den Pure Techs, den Amazons und Googles und Facebooks und Expedias derzeit vorbehalten. Das ist unheimlich schwierig. Es gibt gerade Branchen wie zum Beispiel die Medienbranche, die ja extrem im Umbruch war, vor kurzem mit einem Medienhaus-CEO unterhalten, der hat gesagt, wir haben es nicht geschafft, den Mindset-Shift und die Kultur zu ändern. Deswegen machen sie heute 60% des Umsatzes und 80% des Profits mit zugekauften Unternehmen. Ja. Ja, weil es ganz einfach unmöglich war, den Anzeigenverkäufer auf online und das ist doch schon eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, auch wenn wir jetzt sagen, 7 von 10 sind in Wahrheit 10 von 10, aber wie viel davon sind at scale? Das ist, glaube ich, die große Frage. Und das ist, geht mir wieder zurück, was Herr Goldenberg und andere auch gesagt haben, Mindset, Kultur von unten und von oben, Training, Capability, ja, Building etc. Ja, ich glaube, wir haben einen großen Forderungskatalog aufgestellt haben am Ende dieses Calls, auf den wir uns ja langsam zubewegen, aber wir haben auch ein paar Hoffnungsschimmer. Ich würde gerne noch einmal das Thema Fachkräftemangel bedienen. Das hatten wir eingangs und eben auch nochmal von Herrn Ehrmann aufgebracht. Herr Gollenbeck, ist das sozusagen ein Hindernis im Transformationsprozess? Oder wie bekommt man es hin? Ist das sozusagen eine unüberwindliche Hürde, vor der wir da stehen? Ja, der Herr Ehrmann hat es vorhin schön ausgedrückt. Oftmals tut man sich, also mittlerweile tut man sich wahnsinnig schwer. Viele Firmen tun sich wahnsinnig schwer, die richtigen Leute zu finden. Ja, also wie viele Leute sich als Data Scientisten mittlerweile bezeichnen und wie viel dann wirklich dahinter steckt, das ist immer sehr, sehr schwierig. Also die richtigen Fachleute zu finden, die einen dann auch, also disruptiv muss es ja gar nicht sein, aber wirklich die Innovation vorwärts treiben können, das ist schon wahnsinnig schwierig. Deswegen, ich bin da auch voll dabei bei den, was der Herr Polterau vorher gesagt hat, es geht wirklich um diese Kultur. Wir als Big Data Datenbankhersteller, wir reden natürlich gerne über Technologie, aber wenn man ehrlich ist, 90% ist nicht Technologie, sondern ist tatsächlich Kultur. Und das ist,
die Leadership, das Commitment, es geht auch um das Cross-Functional, dass die Departments miteinander arbeiten. Also gerade in Europa haben wir so viele noch zentrale ITs. Ich sehe einen ganz klaren Trend hin, dass die Techniker in die Business Units mit reingehen. Das bringt viel mehr Innovation, als dass ich jetzt nochmal 5 zusätzliche Experten einstelle. Mhm. Aber Sie haben auf jeden Fall recht, also der Fachkräftemangel ist da. Wir müssen dann nur effizienter sein, wir müssen Lösungen zukaufen, wir müssen Consulting-Firmen mit reinnehmen, wie der Ehrmann gesagt hat, und dann kommen wir auch vorwärts. Da bin ich fest davon überzeugt. Also Culture eats nicht nur Strategy for breakfast, sondern maybe auch Technology, um im Englischen zu bleiben. Abschlussrunde, gemeinsam mit Ihnen und möchte ich natürlich auch mal im Zuge des Leserinnen und Leserinteresses einen ganz konkreten Blick auf das werfen, was möglicherweise zu tun ist. Also es geht so ein bisschen um Erfolgswege für die digitale Transformation, an dem man sich vielleicht auch orientieren kann. Gibt es 2 oder 3 Tipps, vielleicht auch mehr oder auch einfach nur eine Formel, die Sie da uns mal anheimstellen können? Da möchte ich natürlich zuerst mit Herrn Polterauer beginnen, aus seinem Beratungsmandat heraus. Also die 2, 3 Wege, die man beschreiten sollte, wenn man sich dem Thema dynamisch widmen möchte. Also ich bin ein großer Verfechter der Schwarmintelligenz, die es sozusagen in den Unternehmen zu erreichen gilt, als große Vision. Und es passieren dann magische Dinge, wenn wir das funktionale oder prozessuale Industrie-Know-how verbinden mit der technischen Kompetenz, ob das jetzt Datenanalyse ist oder die Anwendung anderer digitaler Technologien, und zwar at scale. Das heißt, in die Trainingscurriculums auf jeden Fall das Handwerkszeug ganz, ganz fest mit einweben, ob das Scrum ist, ob das Data Analytics ist, ob das Agile ist, um dieses Mindset und die technischen Capabilities der Basis zu schaffen. Weil dann passiert genau das, und da möchte ich die Brücke schlagen zu dem Titel dieses Buchs auch. Dann entsteht die Innovation als Bewegung von der Basis und wird sozusagen alle Strategien etc. überholen, weil sie täglich angewandt wird und die magischen Dinge dort entstehen. Mhm. Herr Ehrmann, Ihr Ratschlag aus der Praxiserfahrung, die Sie ja reichhaltig vorzuweisen haben. Ja, ich habe tatsächlich einen Ratschlag und hätte zum Schluss aber vielleicht auch noch eine, ja, in Anführungszeichen, Forderung an uns als Gesellschaft. Ja. Mein ganz klarer Ratschlag ist, was wir jetzt eben, und da schließt sich der Kreis zu Beginn unseres Gespräches heute, die Pandemie hat schon dazu geführt, dass viele sich Gedanken gemacht haben, was ist denn mein Ziel in der Digitalisierung, was ist so ein bisschen die Vision. Das hilft aber nur bedingt. Das hilft nur dann, wenn wir es schaffen, diese Vision in kleine Teilziele runterzubrechen und einfach mal anfangen, die ersten Schritte auch zu tun. Ich sehe ganz oft in der Praxis, dass Unternehmen daran scheitern, einer Vision hinterherzulaufen, ohne wirklich aus dem Startblock zu kommen. Und da ist es einfach wichtig zu sagen, okay, was will ich denn die ersten 3 Schritte erreicht haben? Was will ich die ersten 10 Meter erreicht haben, um nicht irgendwie den 800 Meter Lauf vor mir zu haben und um die 2 Kurven herum schon gar nicht mehr das Ziel zu sehen und dann nach geraumer Zeit auch wieder aufzugeben und sagen, das mit der Digitalisierung kriegen wir irgendwie nicht so richtig hin. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen, klare Teilziele, die wirklich erreichbar sind, wo die Mitarbeiter auch mitgehen können und Erfolgserlebnisse darüber zu schaffen, statt gleich das große Ziel ganz am Ende irgendwie zu verfolgen, ohne Erfolgserlebnisse zwischendrin zu haben. Das ist so ein bisschen der Ratschlag an Unternehmen, in die Digitalisierung einzusteigen. Was ich nochmal so ein Stück weit betonen möchte an uns als Gesellschaft, und ich sehe das als Vater von 3 Kindern, 2 davon im schulfähigen Alter, beziehungsweise eine schon fast draußen, die beschäftigen sich in ihrer Schulzeit, in ihrer Ausbildung so gut wie gar nicht oder überhaupt nicht mit Digitalisierungsthemen. Mhm. Also mal einen Kurs zu haben, auf freiwilliger Basis zum Thema Programmierung, ist schon das höchste der Gefühle. Und ich glaube, wenn wir das als unsere zukünftige Generation nicht schaffen, auszubilden, ein Mindset zu schaffen, wo Dinge, die wir heute besprochen haben, mit dem sich zum Beispiel der Herr Golombek tagtäglich auseinandersetzt, nicht schaffen, im jüngsten Alter schon
in die Köpfe und in eine ja, Normalität zu bringen, dann habe ich wirklich große Zweifel, dass die Dinge, die wir heute besprochen haben, auch tatsächlich in der nächsten Generation für Europa in der, oder für uns in Deutschland in der Realität ankommen. Und da meine ganz klare Aufforderung, alle gemeinsam, da müssen wir dran arbeiten, das Ausbildungs-, das Schulsystem entsprechend hier schon so aufzustellen, dass unsere Kinder und die nächste Generation das wirklich auch tragen kann. Ja, glaube ich, ein sehr wichtiger Appell. Herr Gollenbeck, abschließend aus Ihrer Erfahrung ein Erfolgsrezept. Gibt es das? Also ich kann dem Herrn Polterer und Herrn Ermann nur zustimmen. Das waren zwei perfekte Statements. Auf der einen Seite die Schwarmintelligenz zu fördern. Wir dürfen nicht vergessen, das war auch ein negativer Effekt jetzt durch Corona. Wir kommen weniger zusammen. Mhm. Es gibt weniger zufällige Begegnungen am Kaffeetisch, die früher Innovation auch geweckt haben, die auch dieses zwischen den verschiedenen Abteilungen die Zusammenarbeit verbessert haben und dann einfach Kreativität auch erreicht haben. Also wir müssen uns dann überlegen, wie kommen wir da jetzt wieder rein? Wie fördern wir Schwarmintelligenz? Weil ich bin da voll überzeugt, das bringt die spannenden Themen. Dürfen wir uns dann nicht nur auf die langfristigen Visionen, sondern wirklich auf Lösungen für Probleme, die wir jetzt haben, aber vielleicht die wir noch gar nicht richtig identifizieren. Also wirklich mal spannende, innovative Ideen zu kreieren, auch in traditionellen Bereichen. Und dann das andere Thema, was Herr Ermann gesagt hat, liegt mir auch ganz stark am Herzen. Wir bei Exasol haben eine Digital Natives Studie gemacht mit Jugendlichen, die ja eigentlich super nativ, ich kriege es ja an meinen eigenen drei Kindern mit, was die für Informationen aufsammeln können in der heutigen Welt, wie die kommunizieren. Und trotzdem haben die so wenig Wissen über digitale Welt, über Daten, über diese ganzen Kompetenzen, die da nötig wären. Das ist in unserem heutigen Schulsystem nicht existent. Also da muss die nächste Regierung und auch die europäische, die ganze Politik muss da wahnsinnig viel weiter bewegen, dass wir die nächste Generation dafür enablen. Das sehe ich ganz genauso. Und ja, und dann, ich glaube, ein Appell an alle Firmenleiter, ein bisschen weniger Bedenkenträgertum, ein bisschen mehr Mut in Innovation, und dann kriegen wir das in Europa schon hin. Und gerade in Deutschland, wir haben so viele schlaue Leute, wenn wir das ein bisschen fördern, dann können wir aus der Digitalisierung sehr viel rausziehen. Eigentlich unsere wichtigste Ressource, umso wichtiger ist das Thema Bildung. Eine wunderbare Runde, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, meine Herren.